Hallo und willkommen. Lebt ihr im Moment in Deutschland und denkt darüber nach, den deutschen Einbürgerungstest zu machen, den deutschen Pass zu bekommen? Oder denkt ihr darüber nach, bald nach Deutschland zu ziehen? Oder wollt ihr das alles nur zum Spaß machen? Kein Problem. Heute machen wir einen sogenannten Probetest für den deutschen Einbürgerungstest. Viel Spaß! Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat einen Fragekatalog mit insgesamt 300 Fragen, die ihr theoretisch alle lernen müsstet, wenn ihr den Test machen wollen würdet. Aus diesen 300 Fragen werden 33 Fragen ausgesucht. Das heißt, bei der Prüfung bekommt ihr ein Testheft mit 33 Fragen und dann habt ihr eine Stunde Zeit, diese Fragen zu beantworten. Bei jeder Frage müsst ihr aus 4 möglichen Antworten die richtige Antwort auswählen. Und wenn ihr mindestens 17 von den 33 Fragen richtig beantwortet habt, habt ihr offiziell den Test bestanden. 30 Fragen davon gehören zu den Themenbereichen Leben in der Demokratie, Geschichte und Verantwortung sowie Mensch und Gesellschaft. 30 Fragen aus diesen 3 Themenbereichen und dann die letzten 3 Fragen, die sind spezifisch zu eurem Bundesland, also wo ihr offiziell gemeldet seid, wo ihr wohnt, ob das Hessen, Rheinland-Pfalz oder Berlin ist. Die letzten 3 Fragen sind spezifisch für euer Bundesland. Also, hier sind 30 Fragen, nicht 33, wir machen nicht die spezifischen zum Bundesland. 30 Fragen aus dem offiziellen Fragekatalog mit ihren Multiple-Choice-Antworten. Und wenn ihr 17 davon richtig beantwortet, habt ihr den Test bestanden. Frage Nummer 1. Zu welchem Fest tragen Menschen in Deutschland bunte Kostüme und Masken? Ist es A, der Rosenmontag, B, Pfingsten, C, beim Oktoberfest oder D, am Maifeiertag? Rosenmontag, Pfingsten, Oktoberfest oder Maifeiertag? Wo tragen wir bunte Kostüme? Die Antwort ist natürlich A, der Rosenmontag. Das ist der Höhepunkt von unserer Karnevalsaison, die im November schon anfängt und dann ungefähr bis Februar, März geht, bis zum Aschermittwoch. Und der Rosenmontag ist der Höhepunkt. Da gibt es überall in Deutschland große, große Karnevalsumzüge und Karnevalssitzungen und jeder verkleidet sich und man trägt bunte Kostüme. Frage Nummer zwei. Für wie viele Jahre wird der Bundestag gewählt? Der Bundestag, also unsere Regierung, ja, wir gehen und wählen die Parteien, die wir im Bundestag sehen wollen. Und für wie viele Jahre bleibt dieser Bundestag mit den Parteien dann bestehen? Sind es 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre oder sogar 8 Jahre? Es sind tatsächlich 4 Jahre. Die letzte Bundestagswahl war in 2017 und die nächste ist tatsächlich dieses Jahr, Ende dieses Jahres 2021. Frage Nummer 3. Was ist seit 2007 in den meisten deutschen Restaurants gesetzlich verboten? Ist es Telefonieren, Alkohol trinken, laut reden oder rauchen? Was ist gesetzlich verboten in den meisten Restaurants seit 2007? Es ist natürlich Antwort D, das Rauchen. Vor 2007 wurde noch viel in den deutschen Kneipen geraucht, aber heute gar nicht mehr. Frage Nummer 4. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil A. hier Religionsfreiheit gilt, B. die Menschen Steuer zahlen oder C, die Menschen das Wahlrecht haben oder D, weil hier Meinungsfreiheit gilt. Was denkt ihr?
Religionsfreiheit, Steuerzahlen, Wahlrecht oder Meinungsfreiheit? Die Antwort ist natürlich D. Hier gilt Meinungsfreiheit und die Menschen dürfen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil in Deutschland Meinungsfreiheit herrscht. Nächste Frage. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Ist es A. Helmut Kohl, B. Helmut Schmidt, C. Gerhard Schröder oder D. Konrad Adenauer? Die Antwort ist Helmut Kohl. Helmut Kohl war Bundeskanzler von 1982 bis 1998. Das ist bis jetzt die längste Amtszeit, also auch länger als Angela Merkel. Aber das heißt auch, dass er Bundeskanzler war in dem Jahr, als die Berliner Mauer gefallen ist, in 1989. Und nach dem Mauerfall hat er den Prozess der deutschen Wiedervereinigung entschieden vorangetrieben und hat sich dafür eingesetzt. Und dann später hat er sich auch für eine europäische Integration eingesetzt, die dann später zu der Bildung von der Europäischen Union geführt hat. Und deswegen ist Helmut Kohl bekannt als der Kanzler der deutschen Einheit. Nächste Frage. In welchem Jahr zerstörten die Nationalsozialisten jüdische Synagogen und Geschäfte in Deutschland? War es A. 1925, B. 1930, C. 1938 oder D. 1945? Im November 1938 werden viele jüdische Gebäude, also Synagogen, Geschäfte, Wohnungen, jüdische Friedhöfe zerstört. Viele Juden werden ermordet und inhaftiert. Und es gibt eine bestimmte Nacht von dem 9. auf dem 10. November, die ist bekannt als die Reichskristallnacht. In der Nacht sind die Nationalsozialisten sehr gewalttätig gegen die Juden vorgegangen. Und es wurden auch 30.000 Juden inhaftiert in Konzentrationslagern. Nächste Frage. Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung? Ist es A. die Lebensversicherung, B. die Rentenversicherung, C. die Pflegeversicherung oder D. die Arbeitslosenversicherung? Was gehört nicht zur gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland? Die Sozialversicherung, die von dem Gesetz vorgeschrieben ist, umfasst 5 Säulen, 5 Versicherungen. Das ist einmal die Krankenversicherung, dann die Pflegeversicherung, die Unfallversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung. Das heißt, die Lebensversicherung gehört nicht dazu. Nächste Frage. Was steht nicht in dem Grundgesetz von Deutschland? A. Die Würde des Menschen ist unantastbar. B. Jeder soll gleich viel Geld haben. Oder C. Alle sind vor dem Gesetz gleich. Und D. Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. All das steht in unserem Grundgesetz, außer natürlich, dass jeder gleich viel Geld haben soll. B ist die richtige Antwort. Nächste Frage. Was bedeutet die Abkürzung CDU? CDU ist natürlich eine politische Partei in Deutschland. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, ist zum Beispiel in der CDU. Bedeutet es Christliche Deutsche Union? Oder Club Deutscher Unternehmer, Christlicher Deutscher Umweltschutz oder Christlich-Demokratische Union? Und die Antwort ist Christlich-Demokratische Union, CDU. Eine Partei im Deutschen Bundestag will die Pressefreiheit abschaffen. Ist das möglich? Ja. Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag dafür sind? Ja, aber dafür müssen 2/3 der Abgeordneten im Bundestag dafür sein. Nein, denn die Pressefreiheit ist ein Grundrecht und kann nicht abgeschafft werden. Nein, denn nur der Bundesrat kann die Pressefreiheit abschaffen.
Nummer 3 ist die richtige Antwort. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht und kann nicht abgeschafft werden. Nächste Frage: Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? Ist es A. Bundesstaat Deutschland, B. Bundesländer Deutschland, C. Bundesbezirk Deutschland oder D. Bundesrepublik Deutschland? Es ist natürlich Bundesrepublik Deutschland. Nächste Frage: Was war die Stasi? Die Stasi. War es eine deutsche Gedenkstätte? Der Geheimdienst im Dritten Reich? Der Geheimdienst in der DDR? Oder ein deutscher Sportverein während des Zweiten Weltkriegs? Es war natürlich der Geheimdienst der DDR. Was bedeutete im Jahr 1989 das Wort Montagsdemonstration? A. In der Bundesrepublik waren Demonstrationen nur am Montag erlaubt. B. Montags gab es Demonstrationen gegen das DDR-Regime. C. Am ersten Montag in jedem Monat trafen sich Demonstranten in der Bundesrepublik. Oder D. Montags traf man sich in der DDR, um gegen die BRD zu demonstrieren. Antwort B ist natürlich richtig. Es gab Demonstrationen montags gegen das strenge DDR-Regime. Und das ist ja auch das gleiche Jahr, in dem die Mauer gefallen ist. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Ist es schwarz-rot-gold oder rot-weiß-schwarz? Schwarz-rot-grün oder schwarz-gelb-rot? Natürlich ist die Antwort schwarz-rot-gold. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Ist es Spanien, Bulgarien, Luxemburg oder Rumänien? Es ist natürlich Luxemburg. Nächste Frage. In Deutschland dürfen Eheleute, ein Ehepaar, sich trennen, sich scheiden lassen. Aber meistens müssen sie dafür das sogenannte Trennungsjahr einhalten. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass dieser Scheidungsprozess ein Jahr dauert? Oder bedeutet das, dass die zwei Partner ein Jahr verheiratet sind und sich dann scheiden lassen dürfen? Oder dass das Besuchsrecht für die Kinder ein Jahr gilt? Oder dass die zwei Partner mindestens ein Jahr getrennt leben müssen und dann die Scheidung möglich ist? Also, es ist tatsächlich so, dass dieses Trennungsjahr heißt, dass die zwei Partner ein Jahr lang ein getrenntes Leben voneinander leben sollen und dann ist die Scheidung möglich. Bei Erziehungsproblemen können die Eltern in Deutschland A. zum Ordnungsamt gehen, B. zum Jugendamt gehen, C. zum Schulamt gehen oder D. zum Gesundheitsamt gehen. Wenn die Eltern Probleme mit der Erziehung und mit ihren Kindern haben, dann gehen sie zum Jugendamt. Was darf das Jugendamt in Deutschland machen? Ist es A. Es entscheidet, welche Schule das Kind besuchen darf. Es kann ein Kind, das geschlagen wird oder hungern muss in einer Familie, aus dieser Familie nehmen. Es bezahlt das Kindergeld an die Eltern. Oder es kontrolliert, ob das Kind einen Kindergarten besucht. B ist natürlich die richtige Antwort. Wenn ein Kind zu Hause schlecht von den Eltern behandelt wird, dann kommt das Jugendamt und darf die Kinder oder das Kind mitnehmen. Was ist in Deutschland ein Brauch an Ostern? Ist es Kürbisse vor die Tür stellen oder einen Tannenbaum schmücken oder Eier bemalen oder Raketen in die Luft schießen? Klar, an Ostern schießen wir Raketen in die Luft. Okay, Scherz. Wir bemalen natürlich Eier an Ostern. Nächste Frage. Wenn man einen Hund besitzt, bei welchem Amt in Deutschland muss man diesen Hund anmelden? Beim Finanzamt, beim Gesundheitsamt,
beim Einwohnermeldeamt oder bei der Kommune, also bei seiner Stadt oder Gemeinde. Wenn man einen Hund besitzt, dann muss man den in der Regel bei seiner Gemeinde anmelden. Wenn man in Deutschland absichtlich einen Brief öffnet, der an eine andere Person adressiert ist, was hat man dann nicht beachtet? Das Schweigerecht, das Briefgeheimnis, die Schweigepflicht oder die Meinungsfreiheit? Wenn man den Brief von einer anderen Person öffnet und liest, dann hat man das Briefgeheimnis verletzt. In Deutschland sind Jugendliche ab 14 Jahren strafmündig. Das bedeutet, Jugendliche, die 14 Jahre und älter sind und gegen Strafgesetze verstoßen, A, werden bestraft, B, werden wie Erwachsene behandelt, C, teilen die Strafe mit ihren Eltern oder D, werden nicht bestraft. Wenn man strafmündig ist, und das ist man ab 14 Jahre in Deutschland, und gegen ein Gesetz verstoßt, dann wird man bestraft. Antwort A. Nächste Frage. Seit wann bezahlt man in Deutschland mit dem Euro bar? Ist es 1998, 1995, 2002 oder 2005? Die Antwort ist 2002. Seitdem bezahlt man mit Euro in bar. Aber der Euro wurde schon 1999 eingeführt. Nächste Frage. Was nannten die Menschen in Deutschland sehr lange die Stunde Null? Was war das? Wird damit die Zeit nach der Wende in 1989 bezeichnet? Wird damit der Beginn des Zweiten Weltkrieges bezeichnet? Verstand man darunter das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Beginn des Wiederaufbaus? Oder ist damit die Stunde gemeint, in der die Uhr von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird? Die Stunde Null bezeichnet natürlich das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Beginn des Wiederaufbaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Und in welcher Besatzungszone wurde die DDR gegründet? War es die amerikanische, die britische, die französische oder die sowjetische Besatzungszone? In der sowjetischen Besatzungszone wurde die DDR gegründet. Bei welchen Demonstrationen in Deutschland riefen die Leute: Wir sind das Volk, wir sind das Volk? Beim Arbeiteraufstand 1953 in der DDR, bei den Demonstrationen 1968 in der Bundesrepublik, bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen in der Bundesrepublik in 1985? Oder bei den Montagsdemonstrationen 1989 in der DDR. Wir sind das Volk, konnte man während den Montagsdemonstrationen in der DDR hören, weil man natürlich gegen die DDR-Regierung demonstriert hat. Aber dann später, als die Wende kam und Deutschland wiedervereinigt wurde, da wurde Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk, weil es natürlich für die Wiedervereinigung stand. Unten in der Infobox werde ich euch noch einen Link dalassen für diese Montagsdemonstrationen. Man will die Buslinie abschaffen, mit der du jeden Morgen zur Arbeit fährst. Was kannst du dagegen tun? A. Ich beteilige mich an einer Bürgerinitiative für die Erhaltung der Buslinie oder ich gründe meine eigene Initiative. B. Ich werde Mitglied in einem Sportverein und trainiere Radfahren. C. Ich wende mich an das Finanzamt, denn als Steuerzahler oder Steuerzahlerin habe ich ein Recht auf diese Buslinie. D. Ich schreibe einen Brief an das Forstamt meiner Gemeinde.
Es ist natürlich Antwort A, man kann eine Bürgerinitiative gründen oder einer Bürgerinitiative beitreten, die für den Erhalt dieser Buslinie kämpft. Nächste Frage, mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Völker, hört die Signale. Einigkeit und Recht und Freiheit. Freude schöner Götterfunken. Oder Deutschland einig Vaterland. Antwort B ist natürlich richtig. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und nächste Frage, auch aus dem Fragekatalog. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? War es Friedrich von Schiller, Clemens Brentano, Johann Wolfgang von Goethe oder Heinrich Hoffmann von Fallersleben? Antwort D ist richtig. Heinrich Hoffmann von Fallersleben hat den Text zu unserer deutschen Nationalhymne geschrieben. Und Joseph Haydn hat übrigens die Melodie komponiert. Und zu guter Letzt, was hat jedes deutsche Bundesland? A. Einen eigenen Außenminister oder Außenministerin. B. Eine eigene Währung. C. Eine eigene Armee. Oder D. Eine eigene Regierung. Die Antwort ist natürlich D. Jedes Bundesland in Deutschland hat seine eigene Regierung. Wenn ihr 17 oder mehr Fragen richtig beantworten konntet, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr habt offiziell, inoffiziell den deutschen Einbürgerungstest bestanden. Zur Feier des Tages müssen wir jetzt nur noch die deutsche Nationalhymne gemeinsam singen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Nein, Scherz, okay, das würde viel zu lange dauern und das Video ist wahrscheinlich sowieso schon viel zu lang mit diesen 33 Fragen. Aber ich lasse euch natürlich einen Link unten in der Infobox zu der deutschen Nationalhymne. Und ich erwarte natürlich, dass ihr den Text auswendig lernt und dann mitsingt. Nein, Scherz. Lasst mich unten wissen, wie viele Antworten ihr wusstet und ob ihr den Test wirklich irgendwann machen wollt oder ob das nur zum Spaß war. Wenn euch das gefallen hat, dann liked ein bisschen das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski!